So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und 8.34 Uhr und wir sehen, wir haben gerade im Club offene Position besprochen und es gab eine Blue Box, die aber noch nicht komplett in den Gewinn gelaufen ist, denn sie muss bis hierhin laufen. Das heißt, wir platzieren heute Morgen die erste Falle als Blue Box und erhöhen ein wenig wegen der Aufrundung das Risiko auf 0,02. Und aktivieren das Ganze. Unter 30 nehmen wir eine Box liebend gerne. Der Tagespivot liegt heute bei 15.353. Wir haben ein Gap. Das ist hier oben. Das sind so die Zielmarken. Das heißt, wir brauchen mindestens 25 Punkte Gewinn. Und das heißt, wir würden die Blue Box Trade schließen bei der Big Number. Oben drin oder nach unten, wenn er reinkommt. Wenn er jetzt weiter nach unten laufen sollte, werden wir nicht den Trade mehr machen. So, jetzt muss ich hier ich nehme mal die Tagesdinger raus. So, ich muss mal irgendwie was hier verändern. Beiden. So, das ist doppelt. Das ist doppelt. Wir machen mal alles frisch hier. MTX gibt es auch aktuell. Gab es wieder um 8 Uhr ein Signal. Auch ein Klassiker mittlerweile. Kinch und Sen gibt es nichts. So, wir wollen wissen, wo kommt die Volabox rein? Die Volabox wird reinkommen bei 15.300. 15.300, das heißt, ein Big Number Trade wäre das. Das ist die Vorbereitung. Also Blue Box, leider Gottes, ja, wir kommen da nicht mehr rein. Wir schließen die und bereiten uns dann vor auf the Big Number. Big Number bei 15.200. Mhm. 9 Uhr und wir sind in dem ersten Trade. Big Number Trade. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Wir sehen die Volaboxen oben und wir sind heute Morgen schon 76 Punkte gelaufen. Dann schauen wir mal. Erster Trade Short. Ab dem zweiten gehen wir auf angepasst. Es ist 9:01 Uhr. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Ab dem zweiten gehen wir auf angepasst, läuft er durch. Raus. Das war der erste Eröffnungstrade. Wir treten die Big Number zweimal. Wir aktualisieren jetzt die Order wieder und ich wünsche allen YouTubern für unser Video-Logbuch einen schönen Handelstag und wir hören uns im Video-Logbuch erst wieder in über einer Woche, weil ich fahre in Urlaub und bin dann erst übernächste Woche wieder da und somit fangen wir dann dort auch wieder mit dem Videologbuch an. Wir machen jetzt im Live-Training-Raum weiter und beste Grüße, bleibt gesund und bis übernächste Woche.